Hi, ich bin der Günther, ich hoste auf Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Bros. Wii Reloaded. Wir sind gegen Ende der zweiten Welt, haben in der letzten Folge ein paar Secret Exits geholt. Und ja, an sich einen großen Teil dieser Welt durchgespielt, die wir heute damit auch abschließen werden. Ob ich mich darauf wirklich freue, ist was anderes. Das Problem ist nämlich, dass Welt 3 wahrscheinlich die ist, die ich am wenigsten mal auf Gottlandchen tue. Wo wir gerade schon von nicht mögen reden und... Hä? Warum bin ich abgesprungen? So. Die Starcoin ist recht offensichtlich. Hier könnte man sich einen One-Up mitnehmen, wenn man es nötig. Junge, wenn ich da reingefallen wäre. 2 Zentimeter sind da. Hier ist kein unsichtbarer Block oder so. Dann lass du mich mal in Ruhe. Komm rüber. So. Ja gut. Nebenbei muss ich auch den Boden natürlich ein bisschen im Auge behalten. Und jetzt? Ich weiß, dass hier ein Secret ist, aber komme ich wohl so nicht mehr rein ohne Gegentreffer. So, einen Leuchtblock habe ich. Damit kann ich die auch zerstören, die Dinger. So. Da ist die Starcoin. Ist wahrscheinlich so am einfachsten. Und damit haben wir die ersten 2. Ich habe schon bei den letzten Aufnahmen bemerkt, ich habe die letzten 2 halt nacheinander aufgenommen, deshalb nicht vorher. Das Spiel hat ähnliche Probleme wie Star Allies. Es ist zu laut und man kann die Lautstärke nicht umstellen. Deswegen gönnt euch. Ich warte immer noch, es müsste bald für mein Schnittprogramm das Update kommen, mit dem ich da dann was dran machen kann. Und ja, dann wird's logischerweise besser. Das war close. Und ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass da ein Yoshi drin ist. Naja, ich rechne damit, dass die dritte Starcoin wieder irgendwo in der Luft chillt, muss ich sagen. Irgendwie hier oder so. Oder 2 Meter da hinten. Auch möglich. Kriege ich noch mal einen Danke. Komm her. Komm mir jetzt eigentlich nur so vor, dass ein Lakitu in dem Spiel irgendwie schwächer als in anderen Teilen. Ich weiß nicht warum, aber die kommen mir schon sehr bad vor. So, mit Yoshi kann man da ja easy drauf springen, dementsprechend gönnen wir uns. Und haben das Level dann abgeschlossen mit allen Starcoins. So, wir können damit jetzt auch schon zum Castle. Vorher haben wir diese tolle Passage mit den Gegnern. Ja, das war ziemlich vorhersehbar von denen, aber ich wollte halt in den Rhein rennen. Weil die haben die ganze Zeit dasselbe gemacht. Ja, ich sag mal, eine Feuerblume macht das nicht gerade schwerer hier. Eine Feuerblume macht das nicht gerade schwerer. Dementsprechend die 3 Pilze konnten wir uns recht flott mitnehmen. So. Ja. Der ist halt so vorhersehbar. Jetzt geht er 1 nach unten. Der kann sich mehrere bewegen. Okay. Jetzt bleibt er an der Stelle. Wow. Ja. Castle. Ich muss wegen den Starcoins hier gucken. Die könnten nervig sein. So, das kann man auch anders bekommen, aber warum sollte man, wenn man es auch so easy lösen kann?
weil dieses Castle ist tatsächlich ziemlich speziell. Ihr seht, wir haben immer verschiedene Wege und müssen dem richtigen folgen. Die Starcoin, wenn man den falschen nimmt, kommt man halt wieder zum Anfang. Und die Starcoin, okay, wäre genau hier gewesen. Ich dachte, die Münzen zeigen den richtigen Weg, aber dann wohl nicht. Dann wohl nicht, dann seht ihr ja, wenn man den falschen nimmt, kommt man wieder zum Start. Bei dem Weg würde man genau zu der Starcoin vom Start kommen. Ich schätze mal der untere Weg dann. Wäre meine Vermutung zumindest. Nervt halt mit dem Scrolling ein bisschen. Ernsthaft? Okay, ich glaube, das wird nerviger, als ich es im Kopf hatte, weil es irgendwie keine Hinweise gibt. Die einzigen Hinweise, die da waren, haben auf die Starcoin gezeigt, was aber trotzdem nicht der Weg weiter war. Naja, dann eben oben lang muss dann ja stimmen. Der Sound sagt es einem übrigens immer schon. Hier, das ist der Sound, der kommt, wenn's korrekt wird. Ach, und man wird nicht immer zum Start zurückgeworfen, sondern nur zur letzten Entscheidung. So, zweite Starcoin, doch sehr geschenkt. Und ich denke, man kann sich hier vielleicht schon vorstellen, welcher Weg der richtige ist. Vielleicht der 80 mal schwerer als die anderen ist und kein Item beinhaltet. Und natürlich stimmt das auch. Ja, auch recht machbar. Ah, man sollte den Key-Switch aber auch nutzen, denn das hier wird doch sehr sicher der richtige Weg sein. Kann man im Spiel bestellen? Okay, das ist mit der Wii Familie ja richtig schwer. Aber es ist ein bisschen möglich, jawohl, es ist möglich. Und wir müssten damit auch schon am Ende angelangt sein. Jupp. Drei Passagen, je eine Starcoin. Nicht sonderlich schwer. Und damit sind wir auch schon beim Battle gegen Roy, Runde 2. Ist genau wie das Castle ein bisschen besonderer. Bekommt ein paar Röhren, die wunderbar platziert sind, damit man den Kampf nicht komplett schießen kann, übrigens. Ich weiß gar nicht, was ihr meint mit Schießen, hä? Wer würde denn sowas machen? Das wäre doch richtig mies, das wird doch irgendwie den ganzen Sinn aus dem Kampf rausnehmen. Ich meine, Bullshit, als würde man sich den Kampf irgendwie künstlich erleichtern wollen. Wir haben den Kampf auf ganz faire Weise gewonnen. Und, ja, gönnt euch meinen krassen Skill. Logischerweise, ich glaube, das ist jetzt nicht so überraschend, war das nicht das Finale. Deswegen geht's weiter. Und jetzt bin ich halt sehr gespannt. Ich hab nur im Kopf, ich erinnere mich nicht mehr so krass, aber ich weiß noch, dass ich die Eiswelt so wirklich am wenigsten mochte von allen. So, alle Starcoins in Welt 2. Und jetzt mal gucken. Uff. Im Austausch dafür mag ich halt, anders als viele anderen Leute, die Wasserwelt, die danach kommt, schon ziemlich gern. Aber diese Welt, also die Eiswelt in Mario Bros. U war deutlich besser. Auch vom ganzen Design her.
Ich dachte, es funktioniert. Das ist eines der zwei neuen Items. Das zweite neben dem Propeller-Suit. Und lass die Scheiße doch. Den Propeller-Suit mag ich deutlich lieber, aber... Pinguin-Anzug. Im Prinzip eine Eisblume, mit der man noch rutschen kann. Ja, okay, da hab ich nicht genug Schwung für. Ich glaube irgendwie, das ist nur ein One-Up. Es ist nur ein One-Up. Gut. So, relativ sichtbar, was man hier machen muss. Ja, und nicht zu kompliziert, würde ich behaupten. Damit haben wir dann schon mal zwei Star-Coins. Okay, die hätte man sich vielleicht noch holen können, bevor man den Checkpoint aktiviert, to be fair. So, Rutschpassage. So, fürs One-Up mal kurz hoch. Hier ist dann die dritte Star-Coin drin. Und zwar macht man das, zumindest mach ich's immer so. So, keine Ahnung, ob das wirklich so geplant ist. Ist schon möglich. Es kann aber auch sein, dass man irgendwie mit dem Rutschen einen Jump machen soll. Aber das würde ich dazu, to be honest, niemals machen. Und ab ans Ziel. Damit haben wir das dann auch schon abgeschlossen. Das erste Level war ja noch ganz entspannt. Kann man so stehen lassen. Aber das war auch nicht gerade das, was ich an der Welt nicht mochte. Auch wenn der Pinguin-Suit schon einen Teil davon ausmacht, muss ich sagen, ich mag das Item nicht wirklich. Das Letzte, was den Pinguin-Anzug noch ausmacht im Vergleich zur Eisblume, ist, dass er veränderte Unterwasserphysics hat, bei dem man schneller ist. Und ich sag's mal so, wenn die Unterwasserphysics im ganzen Game so wären wie mit dem Pinguin-Anzug, würde ich verstehen, warum Leute Unterwasserlevel hassen. So, jetzt kommt ein Level, das für eine Eiswelt ja eigentlich Muss ist. Ein Kugelwilli-Level. Why? Ich verstehe es nicht. Ja, komm. Keck. Ja, das Level-Placement, das Level-Design macht in meinen Augen jetzt nicht so viel Sinn, aber... Die Entwickler werden es wohl besser wissen, I guess. Oh, hier gibt's einen random Stern. Mit dem man Leben bekommen könnte, wenn man nicht lost wäre. Ah, Yoshi gibt's hier, echt? Ich dachte, hier gibt's nur ein One-Up, deswegen wollte ich es erst nicht holen. Aber Yoshi nehme ich mit. So, weiter, weiter, weiter. Hier kann man, wenn man es gut macht, einen Haufen One-Ups farmen. Wir können ja mal kurz... Okay, dann halt nicht. Dann spring halt nicht ab. Also, manche Aspekte der Steuerung in diesem Spiel sind schon richtig geil, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, das größte Problem ist, dass der Input-Delay teilweise wirklich bei gefühlt mehreren Sekunden liegt. Auf Deutsch, dieses Spiel fühlt sich gerade so an, wie manche Leute behaupten, Smash Online tut es. Und es ist super, oh mein Gott, die Stelle. Zum Glück bin ich gut, sonst wäre das mit Yoshi ein gutes Stück einfacher.
Haha, guck mal, Icebro tot. Und hier bekommt man auch gleich die letzte Starcoin. Ja, ich habe es jetzt nicht gerade ideal gemacht, aber man kann versuchen, sich an diese Stelle einige Kugelwilli mitzunehmen, die dann despawnen und Punkte und wenn es genug sind, Leben geben. Mario Time! Habe ich jetzt halt nicht gemacht. Das Level war auch noch ganz in Ordnung. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ob der zweite Abschnitt dieser Welt das war, was ich so wenig mochte. Der ist zwar sehr kreativ, aber ich finde das System auch ziemlich nervig. So, wir müssen dann wohl hier das Battle machen. Gegen einen Eisbruder. Gönn dir eine Wurst, Bruder. Als ob der mich da hittet. Ich war so am Moven und... Ich hätte den in gefühlt 3 Frames getötet. Aber nee, der hat Bock. Dann halt ohne. 3-3. Ist das das Untergrundlevel, an das ich gerade denke? Yep. Dann stirb halt nicht. Danke. Keck. Ja, es ist das Level nicht unbedingt mein Favorit. Unter anderem, weil es auch den Pinguinanzug wieder aufnimmt. Man irgendwo verständlich, neues Item, das will man ein bisschen einarbeiten. Aber heißt nicht, dass ich es mögen muss. Guck mal. Und ich glaube, ich habe das zum Glück noch im Kopf. Das war, glaube ich, tatsächlich eins der Level, wo alle Starcoins nach der Halbzeit sind. Und ich bilde mir ein, dass da auch einige recht nervig waren. Mindestens eine. So. Wenn man den Eisbruder da weg... Es war doch eine vor der Halbzeit. Yay. Uff. Richtig Bock. Sehe ich aus als andererseits? Okay, ich kann das machen. Ja, das heißt, wir müssen das Level gleich nochmal kurz machen und die erste Starcoin finden. Ich habe schon eine Vermutung, wo sie ist. Das war ein bisschen risky. Und das Level ist noch nicht rum, ne? Weil ich erinnere mich doch noch an. Ja. Muss ich das... Habe ich das falsch im Kopf? Muss ich das Scheißteil nicht mitnehmen? Ach so, es geht nicht kaputt. Ich dachte, von einem Eiszapfen-Hit verliert man das Teil sofort. Nee, nee, dann geht's. Dann ist es nicht im Ansatz so schlimm, wie ich im Kopf hatte, die Starcoin. Der ist nicht schwer, aber ich hatte im Kopf, dass eben das kaputt geht, das Fass. Ja, müssen wir eben nochmal kurz rein, erste Starcoin holen. Wie gesagt, ich habe schon eine starke Vermutung, wo die sich befindet. Na dann. Rein da. Die wird doch safe irgendwo hier im... Ich bin wahrscheinlich... Nee, nicht tot. Das ist viel zu langsam, das Ding. Die wird wahrscheinlich irgendwo in der Passage so ziemlich hier unten drin sein. Wow! Ja, haben wir die auch schon gefunden.
Ja, hätte ich echt finden können. So, outplayed. Dann nochmal kurz das Level fertig spielen. Vielleicht nicht zu riskant dabei vorgehen. Letztes Mal hatten wir schon ein, zwei Close Calls, sag ich mal. Ja, okay, hätte ich landen können, aber... Als ob! Alter! Jetzt stirb ja nicht! Es ist ja so unnötig! So, Pilz zum Glück. Jetzt einfach nicht zu scheiße anstellen. Ja. Punkte, Jui. Und damit haben wir es auch wieder. Ja, dass ich das Level nicht mag, hat sich bestätigt. Bin kein Fan. Und jetzt kommen wir zum Geisterhaus. Mario Time. Doch, das ist das erste Geisterhaus im Run, ja. Das heißt, wer es nicht kennt, die haben immer ein Secret Exit. Ist recht wichtig zu wissen, würde ich behaupten. Und wir sehen auch schon die Kanone da oben, zu der das dann hinführt. Ich denke, die bringt einen in Welt 6, bin mir aber nicht sicher. Und allgemein sind Geisterhäuser immer verwirrend wie scheiße. Ich habe nicht gedacht, dass da tatsächlich eine Starcoin ist. Die sind vor allem zum Triggern gedacht meistens. Es gibt da mehr durchlässige Wände als, keine Ahnung, hier bitte sinnvollen Vergleich einfügen. Ich meine, ihr seht, was ich meine, schätze ich. Ja, dass da was ist, war klar. Damit haben wir den Abschnitt recht schnell durchgedönert. Ich weiß halt nicht mehr auswendig, wo der Secret Exit ist, muss ich sagen. Oh nein, die Passage. Ich weiß noch, dass das Problem an der ist. Ja, einerseits kann das ein bisschen tricky sein. Aber das Schlimme ist, dass man sich irgendwo random runterfallen lassen muss. Sicher? Ich glaube, man sieht das nur von ein bisschen weiter weg. Eben. Da hat man's gesehen. Ja, okay, aber wenn man's so macht, ist das durchaus schaffbar. Ich weiß jetzt nicht, ob hier, ich bin mir sehr sicher, dass hier ist der Secret Exit, aber ob die Starcoin auch hier ist, weiß ich nicht. Es ist vorstellbar, ich sehe gerade auch, wir brauchen noch ein One-Up. Es ist vorstellbar, aber nicht garantiert. Also das Sinnvollste an diesen Punkten ist wirklich Dash-Dancen. Oh Gott, das war close! Es war zu close! Ich habe gar nicht auf die Starcoin geachtet, ich hätte sie fast verpasst. Aber das heißt, wir haben sie. Und auch den Secret Exit im Normalfall. Heißt, wir müssen das jetzt nochmal machen und dabei einfach den normalen Weg weiterlaufen. Weil Schinken.
Ja, das ist halt immer so die Sache an Secret Exits. Und das ist auch, sage ich schon mal, das werden wir zwar erst nächste Folge effektiv sehen, aber das ist auch so das Hauptproblem am zweiten Abschnitt dieser Welt. Dass man gefühlt jedes Level mehrfach spielen muss. Und trotzdem, es sind dieselben Level mit ein paar Veränderungen und man muss mehrfach spielen. Das finde ich nicht gut. Das macht nicht das ganze Level aus. Na, es macht aus, was für ein Secret man bekommt. Oder was für ein Exit man bekommen kann. Und vereinfacht es in der Regel ein bisschen. Das heißt nicht, dass irgendwie die Hindernisse und alles nicht da sind. So, jetzt die Passage nochmal. Wir haben gerade übrigens die perfekte Lebensanzahl. Hier kann man sich noch ein Item snacken, wenn man es braucht. Bin ich halt zu gut für. So, bisschen Movement. Und weiter. Jetzt mal im Ernst, gefühlt braucht man in Geisterhäusern gar nicht durch eine Tür gehen, sondern man springt einfach gegen die Wand dahinter. Wir haben jetzt nochmal eine sehr ähnliche Passage, nur dass hier weder ein Starcoin noch ein Secret Exit sein werden. Guck mal, ich verbrenn euch, ich verbrenn euer Haus. Lel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 
nur entspannt, bis die Scheißteile da kommen. Ich meine, die räumen zwar für mich die Knochen trocken weg, aber... was eine spaßige Passage. Wait. Ach nein. Wow, ich hab verloren. Weil ich die Stachelkugeln mitnehmen musste und nicht den Powerblock. What the fuck? Jetzt... Hey, aber es gab zwei Powerblöcke. Ich kann ja nicht beide tragen. Und genau das war auch das Problem. Ich konnte den zweiten nicht wegmachen, weil ich schon einen getragen habe. What the fuck? Dieser Tower, Alter. Die Eiswelt. Ich hasse die bei diesem Playthrough nicht weniger. Ja, warum ist Levi ein Keck? Ernsthaft? Weil der Bälle schießt, die keinen Damage machen. Boy, krasser Typ. Erledigen wir das schnell. Wir müssen den Scheiß jetzt sowieso nochmal machen und... Mann, wird das ein Spaß. Gott, die Eiswelt. Ich würde aber tatsächlich sagen, ich erspare euch das. Das heißt, an dieser Stelle endet diese Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der zweiten Hälfte der Eiswelt, wie ihr halt die Fresse taut. Gern Like und oder Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Bis dann und ciao.